Christian, mein Sommertipp für dich bei der Hitze, ne? Machst du Eiswürfel in ein Kuvert, dann hast du kalte Umschläge. Ja, und am Freitag geht's dann wieder los in Liga 2. Der HSV und Schalke 04 starten die Mission Impossible 17. Es kann nur keinen geben. Bei beiden Vereinen sollte man sich mal überlegen, vielleicht spielen da am Ende auch mal die Fans. Die sind jedenfalls erstklassig. Was da in den letzten Jahren auch für Kohle verbrannt wurde. HSV und Schalke machen jetzt beide bei so einer Misswahl mit. Bei der Misswirtschaft. Und wer da gewinnt, der kommt dann zum großen Finale. Bei der Misserfolg. Hermann, stehst du am Buffet, dann bist du wieder eine Waschmaschine. Dann hast du auch ein Fassungsvermögen von 7 Kilo, ne? Ja, und in Australien zeigen unsere DFB-Mädels mal wieder, wie richtig erfolgreicher und guter Fußball gespielt wird. Bisschen beschissene Anstoßzeiten, ne, bei der Frühstücks-WM, aber scheiß drauf. Gibt's halt erste Pilz halt bei meiner morgendlichen Yoga-Session. Ja, aber selbst wenn unsere Mädels jetzt, ne, den Pokal mit nach Deutschland bringen, da wacht beim DFB keiner auf. Für viele beim DFB ist die Frauen-WM in Australien ja so ein bisschen wie Dschungelcamp, ne? 11 nicht ganz so bekannte Gesichter kämpfen um den Titel. Wenn du so denkst, als DFB-Funktionär, ne? Dann flackst du auch das Auto vorm Spiel der deutschen Frauen mit dem Küchenhandtuch. Beim DFB würde ich mir langsam mal überlegen, ne, ob ich nicht mal so 1 bis 2 Milliarden Euro bei den Herren rausnehme und das mal den Mädels gebe. Patrick, weißt du, was die härteste Ekelprüfung ist? Dir beim Duschen zuzusehen! Hermann, hast du endlich denjenigen gefunden, der deine Voodoo-Puppe hat? Der soll endlich aufhören, das Vieh zu füttern! Ja, und bei den DFB-Herren ist es so, anstatt die mal auf dem Platz überzeugen, kommt jetzt der Hansi in dem Interview und sagt, ich finde es eine große Dreistigkeit, dass behauptet wird, dass die DFB-Spieler nicht nach Leistung nominiert werden. Ja, und ich finde es eine große Dreistigkeit, sowas zu behaupten, wenn man so eine Siegesserie wie der Hansi dahingelegt hat. Ganz im Ernst, klar werden alle DFB-Spieler nach Leistung nominiert. Aber sie bringen sie halt beim DFB nicht. Verdammte Axt, wenn du da so rumläufst und nicht ein bisschen motiviert bist, was soll das dann? Den meisten Jungs heute ist doch die Nationalmannschaft völlig Lacco Maggiore, wie der Baumgart richtig gesagt hat, ne? Man muss ja auf die Jungen setzen, weil so ein Groß und Müller nicht mehr gut genug waren. Das ist genau richtig. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja, aber nicht, wenn du schon qualifiziert bist für die Heim-EM und am Ende richtig einen auf die Backen bekommst. Mann, ey. Da sagt der Hansi Flick, ja, wo geklatscht wird, da wird auch gepfiffen. Ja, aber schon lang kein Applaus mehr. Hansi, die DFB-Nationalmannschaft der Herren ist wie Obst. Obst verträgt auch keinen Druck. Andi, du könntest echt besser aussehen, ne? Hätte deine Mutter einen besseren Männergeschmack. Christian, du glaubst auch, ne? Der Kuckuck gehört im Schwarzwald zu den Ureinwohnern. Ja, und der Kylian Mbappé hier, der wird wohl auch ins Mutterland des Fußballs wechseln nach Saudi-Arabien. PSG hat gesagt, Angebot hören wir uns an. Achtung, 700 Millionen Euro soll er im Jahr verdienen. Das sind in einer Woche, lass mal kurz durchrechnen, 13,5 Millionen Euro in der Woche. Und damit verdient der Mbappé genau halb so viel wie ich hier bei Borussia Glück auf. Jetzt seid ihr gefragt hier als Community, was würdet ihr euch kaufen von der Kohle? 13,5 Millionen Euro. Nochmal rechnen, eine Kiste Pilz kostet im Angebot 19,99. Das sind dann... Kevin! Boah, der ist so hohl. Ich letztens zu ihm, Kevin, kannst du mal was Schnelles kochen? Und er so, ja klar, Gepard. Ich muss nachgucken. Das geht schon mal gut los. Das Ding hat der Asthma oder was, der Hund? So, nochmal. Ja, und bei den Herren ist es so, anstatt dass ich mal auf den Platz über... Nochmal. Ganz im Ernst. Ansetzen, so, ne? Ganz im Ernst. Klar werden alle DFB... Oh Gott, Leute. Die Nationalmannschaft der... Nochmal. Ja, 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 ja.